Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Show and Play. Stimmung. Das war eine weihnachtliche Stimmung, wir haben. Und damit heiße ich euch recht herzlich willkommen zu einer Ferienausgabe von Minecraft Show and Play mit einem leicht musikalischen Einstieg heute. Wollen wir mal kurz einen kleinen Check machen, ob alles läuft. Jawohl, wunderbar. Dann geht's auch schon weiter. Und ich begrüße euch ganz herzlich. Ich hoffe, ihr hattet wunderschöne Weihnachten. Ihr hattet erholsame Weihnachten. Alle eure Wünsche sind in Erfüllung gegangen. Alles, was ihr euch gewünscht habt, ist unterm Baum gelegen. Und oder ihr habt zumindest irgendwie eine angenehme Weihnacht gehabt. Es gibt ja auch Menschen, die feiern Weihnachten gar nicht. Die sind eigentlich auch echt immer heilfroh, wenn der ganze Scheiß wieder vorbei ist. Und es wird auf jeden Fall wieder mal Zeit für eine weitere Ausgabe von Minecraft Show and Play. Und es hat sich hier bei uns ein bisschen was getan, würde ich mal behaupten. So wie fast jedes Mal. Wir haben tatsächlich dieses Haus hier ein Stückchen weitergebaut, eine Tür eingebaut. Wir haben mit dem Dach begonnen und sind jetzt gerade so ein bisschen am Experimentieren, was wir daraus machen. Ich würde aber sagen, bevor es losgeht, sorgen wir mal dafür, dass wir hier so ein bisschen Licht in die Bude kriegen. Und gehen mal pennen, beziehungsweise die Sonne geht gerade auf. Dann ist alles gut. Würde ich mal sagen, wir genießen hier so ein bisschen den Sonnenaufgang. Ich nehme das jetzt auf zwischen Weihnachten und Neujahr. Je nachdem, wann ihr es anschaut, entweder wünsche ich euch einen guten Rutsch oder willkommen im neuen Jahr. Wünsche euch ein gutes neues Jahr. Wie auch immer, ich wünsche euch auf jeden Fall das Allerbeste. Und wir bauen weiter in unserem schönen kleinen Dörfchen und hier sind wir gerade mit unserem Hafen beschäftigt und während ich so ein bisschen was von dem Hafen erzähle, würde ich sagen, schalte ich mir auch mal meinen Timer ein, damit ich immer weiß, wie lange ich denn eigentlich schon aufgenommen habe. So, läuft, alles gut. 90 Minuten nehme ich jetzt heute mal auf, das sind dann wieder 6 bzw. 5 Folgen. Ja, und dann schauen wir mal, müsste eigentlich bis ins neue Jahr reichen. So. Also, wie gesagt, hier haben wir unser Häuschen, jetzt mal soweit Paletti. Ich schalte noch mal hier die Konsole wieder ein, dass wir auch was sehen. Innen drin sieht es mittlerweile auch einigermaßen aus. Wir haben, Fenster, einen Boden. Hier gehen unsere schönen Treppen hoch. Das sieht schon ziemlich geil aus. Hier sollen auch Glasscheiben rein, also halt Fensterscheiben. Und hier kommen dann 2 Betten hin, die natürlich dann unser Bett sind. Und damit ist klar, was das hier ist. So ein bisschen natürlich unser Schlafzimmer dann für den Hafen. Beziehungsweise für den Hafenverwalter, der hier natürlich dann wohnen wird. Und wir nutzen natürlich nur ab und zu mal die zwei Betten. Ist klar. So, was haben wir denn alles am Start? Ja, wir haben zwischendurch noch ein paar andere Sachen gemacht. Deswegen ist mein Inventar ein wenig leer geräumt. Wir schauen jetzt mal, wo unsere Sachen sind. Also wir brauchen wieder unser Birkenholz am Start. Und um das Dach weitermachen zu können. Ich weiß gar nicht, haben wir das hier reingepackt oder hatten wir das jetzt... Jetzt habe ich jetzt überall Kisten angefangen. Aber es war einfach auch viel Zeug im Inventar. Schauen wir doch mal hier rein. Hier hatten wir auch nochmal eine Kiste am Start. Okay, da haben wir nur Steine und so ein Zeug drin. Dann würde ich glauben, dass ich das alles, habe ich in unserem Fischerdorf verstaut. Dann latschen wir da mal kurz hin. Kommen an einem neuen Gebäude vorbei, das ich mal zwischenzeitlich errichtet habe. Über Weihnachten habe ich mit jemandem zusammen Minecraft gezockt und dabei ist dieses Haus entstanden. So ein bisschen auch ein Let's Play Together war das, nicht live gestreamt, aber naja, so. Ist ein ganz normales weiteres Fischerhäuschen, passt gut zu unserem bisherigen Stil und bei Gelegenheiten stellen wir das mal ein bisschen näher vor. Wir wollen jetzt aber mal mit diesem einen Gebäude, wo wir gerade dran sind, mal ein bisschen vorwärts kommen. Da soll eigentlich heute noch das Dach drauf, das wäre eigentlich ganz gut. Wer hat denn hier die Tür offen gelassen? Das ist ja sehr unvorsichtig.
So. Und ich würde mal vermuten, ich habe hier alles reingepackt. Hä? Okay, ich hab schon alles dabei, was ich brauche, glaube ich. Ich bin irgendwie durcheinander. Also die Feiertage haben mir schon ein bisschen die Socken ausgezogen. Natürlich ordentlich Wein konsumiert. Und auch einmal weg gewesen abends. Und ja, ich bin ganz froh, dass ich wieder einigermaßen fit bin. Weiß nicht, wie es bei euch war, ob ihr auch vermutlich ja ordentlich Alkohol getrunken habt. Manchmal sind die Nachbarn und die Freunde, die man eingeladen hat, oder die eigene Familie auch nur deswegen einigermaßen erträglich, weil die einigermaßen Alkohol mitgebracht haben. Bei euch vermutlich ganz ähnlich. So, ich würde sagen, dann gucken wir jetzt doch einfach nochmal schnell nach unseren Birkenbäumen. Jawohl, die sind da. Da würde ich sagen, holzen wir nochmal einfach ab. Das ist einfach, glaube ich, eine gute Sache, die wir vor jeder Aufnahmesession machen, damit wir einfach nicht während der Aufnahme dann anfangen müssen, Holz zu sammeln. Also hier praktisch als kleiner Willkommensgruß erstmal den kleinen Birkenwald abholzen. So. Ja, und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Vielleicht habt ihr es in meinem Kanal gesehen. Das Video Abschied aus Power City. Das war, vielleicht habt ihr es, weiß nicht, ob sie schon wussten, mein erstes Community-Projekt, also mein erstes Projekt auf einem Server mit anderen Leuten zusammen, eigenes Grundstück und selber was bauen. Von dem her hatte ich eigentlich keinerlei Erwartungen. Das war eigentlich einfach mal ein Experiment, ob das funktioniert, ob ich darauf Bock hatte, ich irgendwie drauf, aber wie sich das entwickeln würde. Und es hat auch eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Feed the Beast ist auch echt ganz cool, muss ich sagen. Die Community, die da war, die war einfach nicht so, wie ich sie mir vorgestellt habe. Die waren erstens mal recht jung. Damit habe ich jetzt eigentlich kein Problem. Aber da fehlte einfach dann noch irgendwie die Ruhe, so ein Projekt ordentlich zu organisieren. Und das heißt, manchmal vergriff man sich dann im Ton und das war dann auch nicht wirklich gut organisiert. Und deswegen war für mich dann irgendwie dann nach so 10 Folgen klar, okay, schauen wir mal, wie lange ich das aushalte, ohne dass es mich zu sehr abnervt. Ja, und der Punkt war dann irgendwann erreicht und dann war es Zeit, einfach zu gehen. Und ich würde sagen, schaut euch einfach mal das Verabschiedungsvideo an. Da habe ich auch ein kleines Best-of gemacht, also halt einfach ein paar nette Schnipsel zusammengepackt. Schaut mal rein. War auf jeden Fall, das kann man so als Fazit mal vielleicht sagen, eine sehr geile Erfahrung. Und ich habe auch wieder Bock, bei so einem Ding mitzumachen. Aber ich glaube, da muss ich mir vorher einfach nochmal ganz genau angucken, was sind das für Leute? Haben die auch irgendwie vor, längerfristig da mitzumachen? Weil die 5 Leute, die halt da waren, da war die Hälfte irgendwie schon nach 2 Wochen nicht mehr da. So, das ist natürlich eigentlich, glaube ich, nicht Sinn der Sache. Das macht dann auch nicht wirklich viel Spaß. Dann hat man gerade, versucht man irgendwie eine Beziehung zu jemandem aufzubauen, mal mit jemandem aufzunehmen. Dann sind die nie da oder sind schon wieder nicht mehr da oder, ja, keine Ahnung. Außerdem hatte ich irgendwann dann 3 Schilder an meiner Truhe. So nach dem Motto, habe mir von dir Holz genommen. Dann ein anderer, habe mir von dir die Bienen genommen. Wieder ein anderer, ich habe mir von dir das ausgeliehen. Und jeder hat sich immer irgendwas aus meiner Kiste rausgeholt. Womit ich eigentlich auch kein Problem habe. Also ich share echt sehr gerne. Das macht ja auch so eine Community irgendwie aus. Aber wenn halt nur 3 Leute spielen und die 3 hauen halt die ganze Zeit in deiner Truhe, gehen halt ständig in deine Truhe ran, dann finde ich das irgendwie merkwürdig. Also, verstehe mich da nicht falsch. Ich finde das gut, wenn man zusammen Dinge tut, aber das war nicht zusammen Dinge tun. Das war einfach, ich habe keinen Bock, mich um Essen zu kümmern. Ich hole mir Essen von dem anderen. Ich habe keinen Bock, mich um Eisen zu kümmern. Ich hole mir das von dem anderen und sowas, ja. Das war irgendwie, ich weiß auch nicht, etwas seltsam. Naja, grundsätzlich aber muss ich sagen, sehr cooles Projekt gewesen. Und eigentlich fand ich die Idee Power City, also man macht eine Stromversorgung für alle und versucht damit dann Projekte zu machen, fand ich eigentlich sehr nice. Ich habe ja irgendwie 16 Folgen gemacht. Dann irgendwie gab es dann tatsächlich plötzlich mal Strom. Aber ich dachte, wir bauen das alles zusammen. Also es war irgendwie auch seltsam kommuniziert, muss man sagen. Kann man sicherlich noch ein bisschen besser machen. Muss ich allerdings auch gestehen,
ich habe sowas ja selber auch noch nie organisiert. Von dem her kann ich mir da auch nicht so unbedingt so die wahnsinnige Meinung dazu erlauben. War auf jeden Fall nett und ich würde es auf jeden Fall wieder tun. Und ja, damit soll es mit meiner Zusammenfassung zu Power City auch schon gewesen sein. Schaut auf jeden Fall mal dran vorbei. Also ich glaube, das Projekt geht jetzt ja auch noch weiter. Und da wird es mit Sicherheit auch noch sich lohnen, reinzuschauen. Also guckt einfach mal rein. So, was habe ich jetzt gemacht? Wo sind meine Treppen hin? Da. So, dann versuchen wir hier mal unser Dach hinzubekommen. Der super Minecraft-Profi legt schon mal gleich richtig los hier. Und nochmal der gleiche Fehler. Wunderbar. So. Dann wollen wir hier oben also unser Dach hin machen. Können wir mal gucken, wie wir das hier gestalten. Hier würde ich, glaube ich, tatsächlich nochmal eins rübergehen. Und zwar mit normalem Eichenholz. Da brauche ich aber wesentlich mehr davon. Und wir haben kein Eichenholz mehr. Okay, ja krass. Ja, Eichenholz brauchen wir natürlich auch, nicht nur Birke. Zum Eiche des Gefechts komplett vergessen, dass wir auch Eichenholz brauchen. Aber Eichenholz wächst bei uns hier massenhaft mitten vor der Tür. Ist also überhaupt kein Problem. Und ja, wir brauchen ja auch noch richtig viel Eichenholz. Da haben wir jetzt natürlich auch keins drin. So, dann würde ich sagen, holen wir uns hier einfach welches. So, wunderbar. Ja, kurz vor Weihnachten dann war es soweit. Meine Lieblings-Varo-Spieler sind ausgeschieden. Der Herr Bergmann und Delay haben echt herrlich gefailt, muss man sagen. Weiß nicht, ob ihr auch Varo schaut. Ich habe es jetzt auch nicht mal so richtig mitverfolgt, muss ich sagen. Weil die zwei haben mich so als Einzige ein bisschen interessiert. Und ich habe dann die anderen auch ein bisschen geschaut, weil ich halt wissen wollte, okay, wie entwickeln die sich? Wie gefährlich sind die für die beiden und so? Aber, also, verstehe gar nicht, wie die beiden so failen konnten gegen einen anderen Spieler. Voll abgefahren. Also, zumal ich ja eigentlich weiß, dass zum Beispiel der Bergmann... Oh, ein Apfel. Der Bergmann eigentlich ein sehr guter PvBer ist. Also, ich fand den eigentlich so bei Bad Wars und so immer ziemlich flott, ziemlich gut. Wusste auch ganz genau, wo er hinschlagen muss. Hat mich ein bisschen verwundert irgendwie, wie krass der dann eigentlich gefailt hat. Aber ich glaube so, wenn man im Eifer des Gefechts ist, und irgendwie hat er ja auch gemeint, er hätte jetzt nicht mehr so richtig Bock zu. Was ich dann irgendwie ein bisschen schade fand, aber na gut, es war glaube ich auch einfach ziemlich anstrengend, muss man sagen. So, hier haben wir jetzt ja auch ein Bettchen drin, das können wir ja eigentlich auch mal nutzen. So, wunderbar. Gute Nacht. Guten Morgen. So, und weiter geht's. Wunderbar. Was haben wir eigentlich hier in der Kiste drin? Da war doch auch irgendwas. Ah ja, schön, okay. So. Wunderbar. Und weiter geht's. Dann holzen wir hier noch ein paar Bäume ab, würde ich sagen. Und versorgen uns noch ein bisschen mit Holz. Das werden wir auch brauchen, denn wir werden ja hier bei unserem Hafenprojekt relativ viel mit Holz bauen. Das war ja so ein bisschen auch die Ansage. Unser Fischerdorf viel mit Stein gebaut worden. In unserem Hafen dann eher mit Holz. Und ja, da müssen wir mal gucken, inwiefern wir das dann auch tatsächlich in die Tat umsetzen können. Finde ich eigentlich schon ganz nice. Mittlerweile ist es ja auch möglich, Zäune und solche Dinge nicht nur mit einer Holzsorte, sondern mit verschiedenen Holzsorten zu machen. Also auch mit Fichte und Birke und so weiter, mit Dschungelholz. Und das heißt, wir haben da auch ein bisschen Gestaltungsmöglichkeiten. Wir haben uns ja schon so ein bisschen eingeschossen jetzt mit dem Fichtenholz, wo wir dann hier die dunklen Balken haben. Hier zum Beispiel bei unserem Werkstatt haben wir das mal so ein bisschen ausprobiert. Und hier haben wir ja jetzt...